Nehme ich mit. Ja, jetzt können wir weitergehen. Finde ich gut. Gefällt mir. So, mit den kleinen... das ist noch ein großes Biest. Müssen wir aber nicht lang. Ist eine sehr schöne Gegend. Ist eine sehr schöne Gegend. Und ich finde die Nebenquest... Gleich erreichen wir ein großes Tor. Ja, dahinter liegen auch so einige aus. Uralte Ruinen. Der einzige Weg zum Tempel, dem Hort der Ewigkeit, wie mein Volk ihn nennt, führt durch sie hindurch. So, die habe ich erstmal schnell. Der Wald ist voller knallt. Leben, das meiste davon hungrig. Deswegen bleibt dieses Tor immer verschlossen. Und deswegen trägst du wohl auch diese imposante Streitaxt bei dir. Du hast meine Kleine also bemerkt. Ja. Auf der einen Seite ist sie eigentlich sehr fürsorglich und gar nicht unfair. Aber auf der anderen Seite tut sie immer so, als wenn sie so die gefühlslose Alte mit Eiern wäre. Ich weiß nicht, was damit los ist. Da oben? Keine Angst. Diese Klippen sind nicht der einzige Weg hinauf. Halmendieb heißt es. Der einzige Grund, warum der Justin es nicht leiden kann, dass ich jetzt anfange, die Nebenquests zu machen, ist, du willst auch bestimmt sehen, wie wir gegen diesen... willst auch bestimmt nur sehen, ob es einen Drachen gibt. Wie in den anderen Klippen. Quatsch, ich wollte es einfach nur mal äußern. Findest du doch hoffentlich nicht schlimm. Sind das die Ruinen? Ja. Wir wissen nicht viel darüber, aber sie scheinen auch ein Teil der Tempelanlage zu sein. Wie viele Menschen hier früher einmal gelebt haben müssen. Alter Torgas. Nehme ich mit. Es scheint, als würde diese Bestie läuten.
nicht auf zwei Beinen. Anscheinend hat nicht nur der örtliche Schmied Appetit auf dieses singende Material. Nimm ich mit. Ja, gehen wir hier lang, komm. Sollte auch passen. Das ist aber schick. Das alles hier erinnert mich an zu Hause. Du stammst also aus dem Norden? Ja. Und nein. Ach, kennst du mich schlecht, Mädchen? Stuff, stuff, stuff. Lohnt sich mal so einen Abschwenker zu machen? Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gesammelt habe. Ich warte, bis meine Fähigkeiten nachgeladen haben. Alter, was ein Vieh. Uff, uff, die faule Socke. Hast du gerade... Alter, der hat meinem Hund wehgetan, die Drecksau. Du alter Fotzenhobel, jetzt verreck endlich. Alter Schwede.
Dieser Halunke. Seht ihr die Höhle da vorn? Das ist mein Arschloch. Irgendjemand hat in ihrem Innern einmal Stufen in den Stein gehauen. Ein Weg nach oben. Und zu was auch immer dort auf uns wartet. Ich finde es gut, dass man hier nicht so lange Reisen hat. Das ist er. Der Tempel, den die Zeit vergessen hat. Und das Zepter ist dort drin? Ja. Man kann die Magie sehen, die von ihm ausgeht. Was ist denn? Ich weiß nicht. Ach, nichts weiter. Was hat's mit der Jill auf sich? Warum wurde das Zepter ausgerechnet hier erbaut? Die Magie sollte ursprünglich auf Drachenauge gewirkt werden und nur von hier aus hatte man freie Sicht auf den Kristall. Die Tomberys bilden sich ein, dass sie über diese Ruinen herrschen. Und sie scheinen sich nicht über uns zu freuen. Warum hat die Jill so ein komisches Gefühl? Alter, wie schnell ich meine Energieleiste auffüllen kann. Während unsere Zahl schwindet, scheinen sie sich ständig zu vermehren. Als ob sie sich an unserem Leid laben würden. Solltet mehr Kinder gebären. Mal ein bisschen Fiki-Fiki machen. Entschuldigung. Wo kommt das denn jetzt her? Wille des Wassers. Die sehen komisch aus. Ja. Der will was kompensieren. Ist das Ihr Anführer? Du kannst ihn gern fragen. So, jetzt erstmal alle Fähigkeiten spammen.
Alter Schwede, dieser Lümmel. Wir haben ordentlich Geld bekommen. Auch Katzengold, das ist cool. Na, da sind wir doch schon Schlimmerem begegnet, würde ich sagen. Wisst ihr, mit dem Wald ist das so eine Sache. Irgendwo lauert immer noch was Schlimmeres. Ach, Lady Mäuschen, das passt schon. Das ist aber schön hier. Also die Kulisse gefällt mir generell ganz gut. Da kommt der Wolfies. So. So, Torgal kennt da nix. Torgal ist der einzige Wauwau hier. Ne, Torgal. Entschuldigung, ich wollte dich streicheln. Oh Mann, warum konnte ich dieses Rattenvieh denn jetzt nicht treffen? Alter, so einer kleinen schießbaren Kanone macht Spaß. Okay, hier geht's rein. Hätten wir auch so durchgekonnt. Aber... Pfeil, komm schon.
das der Eingang? Gleich Alter innerhalb der Lichtkuppel, ja. Aber mir macht Sorgen, was uns hier draußen begegnen könnte. Das sieht doch ganz heilige Scheiße. Das ist ein Kampf. Das wird ein richtig großer Kampf. Was zum Geier ist das? Ich dachte, alle Vertreter seiner Art wären nach Süden gewandert. Nur die schwachen Exemplare. Nur die schwachen? Hast du das gehört, Sid? Fuck. Mama, fertig du. Mit seiner Haut. Oh, das willst du gar nicht wissen. Zurück! Jetzt kommt der schlimmste Teil. Wir haben es bald geschafft. Passt auf! Ich bin verletzt! Fuck, diese Drecksau. Ich dachte, ich wäre tot, ey. Ich hab doch... Übel Möbel. Ach,
Ist aber süß, dass sie sich Sorgen macht, die Kleine. Clive, du bist verletzt. Unglaublich. Wollen wir Marsch kaufen? Die Zeit steht still. Genau wie an der Woge. Noch eine Sünde meiner törichten Ahnen. Wollen wir? Immer. Die Magie wirkt nur innerhalb des blauen Schleiers. Aber ich kann den Äther von hier aus fühlen. Schule, warte. Bevor wir da gleich hineingehen, würde ich gern noch etwas mehr über diese Magie wissen. Ich nehme an, dass sie uns nicht beeinflussen wird? Wir werden nicht auch stillstehen, falls du das meinst. Die Magie hat nur Einfluss auf Dinge, die damals, als man sie gewirkt hat, schon hier waren. Seht ihr? Aber vergesst eines nicht. Womöglich sind hier auch noch andere Gäste. Solche wie die vorhin auf dem Weg hierher. Und mehr, vermutlich. Okay, ist das Leviathans Werk? Unseres ist es sicher nicht. Als ihm klar wurde, dass meine Ahnen von hier aus Magie wirken wollten, griff er den Tempel an, um ihn zu zerstören. Und das ist ihm anscheinend auch fast gelungen. Oh, es wäre cool, auf dem Wasser zu laufen, weil die Zeit ja stillsteht, können wir ja beim Wasser nicht untergehen. Weil stillgelegte Wassermoleküle ja durchaus... nicht zur Seite weichen können. Dann bin ich so ein bisschen an ein anderen, anderes, an das andere DLC. Das sind doch nicht einfach Bomben. Oh doch, leider sind sie das. Warum ist es denn so kalt hier drin? Es kann richtig Spaß machen mit dem Wasser, mit dem Leviathan. Mit der Leviathan-Fähigkeit. Ein guter Ranger. Also ein Range-Damage-Dealer. Macht auch nicht wenig Damage.
Ja, die Musik gefällt mir. Und die Atmosphäre des Tempels auch. Was meint ihr? Tempel muss vor dem Angriff noch viel beeindruckender gewesen sein. Das hier war sicher eine Art Ritualhalle. Wir hatten eine ganz ähnliche in der Burg meines Vaters. Die Priester haben damals immer vom Podium aus ihre Predigten gehalten. Dein Vater? Kann es sein, dass das Volk was mit Jill zu tun hat? Ich bin jetzt gerade ein bisschen gehypt und getriggert. Einfach mal die Zeit anhalten während so eines Angriffs. Ich finde, das hat was. Das sieht schon geil aus. Alter Schwede. Und ja, wir wollen da rein. Lasst uns einfach vorbei. Bleib ruhig, wir schaffen das schon. Na komm her. Yeah.
Weg ist frei. Easy. Dann auf nach oben. Stimme ich dir zu. Inventar voll. Supertrank automatisch verwendet. Das Zepter. Das sieht doch schon wieder nach großem Boss aus. Nach Boss der Auermacht. Beim Begründer. Habe ich es mir doch gedacht. Jill, ist dir dieser Äther nicht auch irgendwie... Sehr vertraut, ja. Ich habe es sofort gemerkt, aber erst dachte ich, dass es nicht sein könnte. Du spürst es auch, oder Clive? Sie ruft nach uns. Meint ihr etwa die Hexe? Genau. Aber sie war mehr als das. Viel mehr. Sie war ein Dominus. Sie verfügte einmal über die Macht jener Esper, die jetzt in uns ist. Sowohl in mir als auch in Clive. Die Eis-Esper. Natürlich. Es hätte mir gleich klar sein sollen. Wer sonst könnte die Macht haben, die Zeit einzufrieren? Kein Wesen außer Shiva höchst selbst. Aber dass ihr Äther nach all den Jahren noch hier ist, es ist fast, als ob... Als ob sie ihn mit jemandem geteilt hat. Genau wie Torgal Anteil an meinem hatte. Heilige Scheiße. Sieht ja geil aus. Shivas Gefährte. Aber irgendwas sagt mir, dass er nicht so nett ist wie Torgal. Meine Vorfahren haben ihn nie erwähnt. Er ist nicht ihretwegen noch hier. Ich bezweifle, dass sie überhaupt von ihm wussten. Au. Na komm, du Lümmel. Das war klasse, dass die Jungs sich jetzt einen Stabfight liefern müssen. Warum gibt er nicht auf? Weil er eher sterben würde, als seine Herren zu enttäuschen. Dann lässt er uns keine Wahl. Zu langsam.
lassen wir es nicht noch einmal zu. Alter, hat er uns eingefroren, die Wichsau. Aber wenn die normalerweise müsste Jill sich ja eigentlich jetzt in die Shiva verwandeln. Und dann müsste er doch eigentlich checken, was abgeht. Also wenn er mich trifft, hat er mich, ne? Ja, natürlich. Na, nicht mit mir, du Schlappsau. Er wird immer wütender. Machen wir es besser kurz. Alter Schwede, die Drecksau. Jetzt aber. Boah, leck mich doch am Eiersack. Dreimal wund.
Ich hätte das Doppelte an Erfahrung erwartet. Alter Schwede. Zerstören wir das Ding und beenden das Ganze. Warte. Die Magie muss geschwächt werden, nicht aufgelöst. Aber wir wollten Valias doch befreien. Hast du einmal darüber nachgedacht, was mit der Woge geschehen wird, wenn sie plötzlich gar nichts weiter aufrechterhält? Natürlich nicht. Das hier verlangt nach etwas Fingerspitzengefühl. Von Wind und Licht, Wasser und Erde soll sich der stille Mantel meines Eises lüften. Es ist zu viel Äther. Hier. Lass mich helfen. Lass uns helfen. Es wirkt. Es ist vorbei. Ich denke ja. Dieser Ort scheint nicht länger mit dem Kind verbunden zu sein. Das heißt, Valias sollte endlich frei. Lang währte sein Leid. Leviathan, unser maßlos besudeltes Fragment. Seine Göttlichkeit entweiht durch Menschenhand. Seine Seele geknechtet durch grenzenlosen Hochmut. Bis Mythos ihm Errettung brachte. Nun mögen die Sünden der Menschen getilgt werden. Durch die Hand des Dieners Gottes. Als ob ich jetzt schlafen könnte. Oh nein. Verdammt. Es ist passiert. Oder? Ist es. Was denn? Was ist los? Genau das, was wir nicht wollten. Leviathan ist außer Kontrolle. Nicht verzweifeln. Noch ist nichts entschieden. Geht schnell zurück ins Dorf und bringt alle in Sicherheit. Und um den Rest. Um den Rest kümmert sich Ifrit. Ich würde gerne den Gesichtsausdruck sehen, wenn er sich vor ihr verwandelt.